Hello, welcome to Africa Outlook. It's wonderful that you're here. We have an interesting story to tell you. It's very deep, it's very historical, but I hope you stay tuned. Schönen guten Tag und willkommen bei TIDA in Africa Outlook. Ich habe einen besonderen Gast heute, der heißt Tom Glaser, und wir reden über die Geschichte von Kolonialismus in Hamburg. Kolonialgeschichte reicht vom transatlantischen Handel mit versklavten Menschen über die zentrale Rolle im deutschen Kolonialreich bis in die Gegenwart hinein. Und darüber sprechen wir heute. Ich möchte erstmal meinen Gast begrüßen. Hello Tom, schön, dass du da bist. Und hallo. Du bist ziemlich beschäftigt in diese ganze Geschichte Kolonialismus. Ja. Nicht nur in Hamburg, aber das geht mit der afrikanischen Verbindung, mit Hamburg, Deutschland. Ja, erzähl ein bisschen über die letzten Sachen, womit du direkt zu tun hast. Und wie läuft das und was ist dein eigentlich, ja, deine genaue Beschäftigung in diesem Kolonialismus? Also das Themenfeld an sich ist natürlich sehr, sehr breit und es gibt ja, jede Menge eigentlich in dem Bereich zu tun. Und das letzte sehr große Projekt, das jetzt zurückliegt und auch nach wie vor auch, auch noch uns alle ein Stück weit auf Trab hält, ist die zurückliegende Konferenz Quo Vadis Hamburg, die Anfang April ja hier in Hamburg stattgefunden hat. Ja, Quo Vadis, was jetzt Hamburg? Richtig, ganz genau. Wohin? Wohin? Ja. Wohin gehst du? Hamburg, ja, quasi, wenn man das vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Und genau das war auch tatsächlich der Beweggrund, als wir uns überlegt haben, wie nennen wir eigentlich diese ganze Tagung, deren tatsächliche Ursprünge ja eigentlich zurückführen auf die Tagung in Berlin, die im Oktober 2016 ja stattgefunden hat. Dort war der erste transnationale Gipfel der Overherero und Nama, sprich VertreterInnen beider Volksgruppen, die unter dem Genozid zwischen 1904 und 1908 unter deutscher Kolonialherrschaft stattgefunden hat. Und im Land Namibia. In Namibia selber konkret. Auch rund 80% der Overherero ausgelöscht hat und um die 50% der Nama. Also eine erschreckend hohe Zahl und ein Genozid, über den bis in die Gegenwart hinein viel zu wenig bekannt ist, was tatsächlich ein handfester Skandal eben auch ist. Skandal deswegen, da aus deutscher Perspektive immer ganz gerne einfach der Fokus darauf ruht, dass man sagt, okay, wir haben zwischen 1933 und 1945 eine schlimme Geschichte, was ja auch tatsächlich der Realität entspricht. Allerdings leider ausblendet, dass es auch bereits davor auch schon Verbrechen von diesem Boden ausgegeben hat und für die Deutschland unverändert verantwortlich ist. Unverantwortlich. Und verantwortlich. Ja, genau. Und diese Konferenz, sprich, das sind drei Sachen, was die, die angereisten Leute aus Namibia wollen. Die wollen Anerkennung von diesen Verbrechen von Deutschland. Die wollen eine gläubige Entschuldigung. Und eine adäquate Entschädigung. Richtig, ganz und genau. Und dieser Prozess ist angefangen. Also erzähl von diesem, es ist erstmal in Berlin angefangen, Oktober 2016. Wie ist das zustande gekommen? Ganz genau. Also die Wurzeln für diesen ersten Kongress ist in erster Linie maßgeblich unter der Federführung von Berlin Postkolonial entstanden, wo auch Christian Kopp die treibende Kraft war, die das dort in die Wege geleitet hat. Daneben sitzt dann zu Christian Kopp auch mit Israel Kaunatschicke, ein Aktivist, der seit über 40 Jahren in der Thematik drin ist und ja, also quasi mehr als, weit mehr als die Hälfte seines Lebens tatsächlich in den Kampf auch investiert, der selber Nachfahre ist, auch deren Vorfahren der Overherero eben auch in diesem Widerstandskampf auch aktiv waren. Und ja, auf diesen ersten transnationalen Kongress im Oktober 2016, da ist tatsächlich die, sind die Ursprünge
dieses Folgekongresses, der im April jetzt, also vor einigen Wochen hier in Hamburg stattgefunden hat, zurückzuführen. Und du hattest ja gerade auch schon sehr konkret beschrieben, wie die Forderungen auch tatsächlich aussahen, die tatsächlich eben zum einen erst einmal die Anerkennung, die Bereitschaft zur Anerkennung ist, also wirklich auch Verantwortung zu übernehmen für das passiert ist. Die daraus folgende Konsequenz ist natürlich dann auch eine Entschuldigung, und zwar eine, die eben über das, was eben auch allzu gern als Lippenbekenntnis auch gemacht wird, eben auch hinausgeht und daraus dann resultierend, um die Glaubwürdigkeit auch dann wirklich endgültig zu untermauern, natürlich auch eine entsprechend angemessene Reparation. Und dass die deutsche Bundesregierung sich damit seit Jahrzehnten, nicht erst seit gestern, seit Jahrzehnten schwer tut und auch schlicht und einfach sich verweigert. Das ist nun mal ganz klar Fakt. Und auch aus meiner, aber auch aus Sicht unserer aller Aktivistinnen, die da auch aktiv sind und mit drin sind, auch absolut beschämend, richtig zutiefst beschämend. Das, du hast gesagt, dass der Herr Kopp also seit Dekaden recherchiert und ist auch effektiert worden seine. Christian Kopp ist tatsächlich von Berlin Postkolonial. Seit Jahrzehnten ist Israel Kaunertschicke. Ja. Christian Kopp ist so um die 50. Also wenn der jetzt schon, sage ich mal, schon seit 30, 40, über 40 Jahren, hätte er mit 10 angefangen. Ist ein bisschen früher. Aber Israel Kaunertschicke. Ja, danke für die Erklärung. Das Ding ist, seit Jahren ist er beschäftigt mit dieser Information. Aber nur neulich, und in 2006, ist ein tatsächliches Zusammenkommen mit den Namibia-Leuten, um diese Situation ins Licht zu bringen. Wie lange hat das, wieso dauert das so lange? Also du hast schon gesagt, wegen die Verweigerung, um das zu erkennen. Wie geht man da um, erstmal zu fragen, klopft man an irgendwelche Senattür oder schreibt man sofort den Präsident oder der Chancellor um diese Wille? Wie geht man legal und tatsächlich um diese drei Voraussetzungen konkret zu bekommen? Ja. Um diesen Kongress stattfinden zu lassen, genau. Quasi überhaupt. Okay. Nun, ich gehe vielleicht noch mal einen Schritt weiter zurück und gehe einfach mal auf die Entstehungsgeschichte für diesen Kongress ein. Wir sind im Rahmen dieser Tagung, dieser ersten Tagung im Oktober 2016 in Berlin mit den Aktivistinnen ins Gespräch gekommen. Und als ich dabei dann herausstellte, dass wir aus Hamburg kommen, es war noch eine weitere Person auch mit dabei, die ebenfalls in Hamburg ihre Wurzeln hat, ist dann die Idee dann aufgekommen, Mensch, in Hamburg steht doch das Trotha-Haus. Und zur kurzen Erläuterung, Trotha ist einer der zentralen Figuren, die in diesem grausamen Völkermord, der an den Ovaherero Nama begangen wurde, eine ganz zentrale Rolle spielte. Nämlich er ist maßgeblich für den zigtausendfachen Genozid verantwortlich, da er mit einer sehr, sehr perfiden Strategie Menschen ganz bewusst in die Wüste und von den Wasserstellen weggetrieben hat, sodass diese elendig verdurstet sind. Mhm. Und es muss einfach für all diejenigen, die es einfach so noch nicht wissen, einfach dazu gesagt werden, nach dieser Person, nach diesem Massenmörder, ist tatsächlich ein Haus benannt, das auf dem Gelände einer Bundeswehrkaserne steht. Also wir müssen uns das einfach mal ungefähr so vorstellen, dass wir jetzt hier in Deutschland tatsächlich eine Straße stehen haben oder in einem anderen Land, das zum Beispiel durch Deutschland zu Schaden gekommen ist, tatsächlich noch ein Gebäude steht, das quasi eine Person ehrt und in den Mittelpunkt rührt, den Massenmörder ist. Fertig, aus. Und da gibt es auch gar nichts weiter dran zu rütteln. Das ist nun mal einfach die traurige Tatsache. Und daraus stellen Sie sich mehrere Fragen. Eine ganz entscheidende ist für mich, wie kommt es, dass die Bundesregierung, die dafür verantwortlich ist, denn die Kaserne ist unter der Verantwortung des Bundesministeriums der Verteidigung, und wie kann es sein, dass das Verteidigungsministerium es nach wie vor billigend in Kauf nimmt, dass nach einem Schwerverbrecher, nach einem Massenmörder tatsächlich noch ein Gebäude benannt ist? Ja.
Und das ist zum Beispiel eine der kritischen Fragen. Und ich glaube, die steht als Chiffre eigentlich stellvertretend dafür, wie viel es einfach noch zu tun gibt in dieser Sache. Ja. Gehen wir sicherlich auch später nochmal drauf ein. Auch die Tatsache, wenn wir gerade dabei sind, dass auch viele Menschen überhaupt über die Verantwortung, die dieses Land in seiner Kolonialzeit hatte, resultierend aus den ganzen Versklavungen, aus den grausamen Folterungen, die stattgefunden haben, die einhergegangen ist mit zig, wie ich vorher schon sagte, tausendfachen Massenmorden. Also wirklich die schlimmsten aller Verbrechen. Dass darüber einfach, wenn wir jetzt mal in Hamburg hier über die Mönckebergstraße gehen, die Menschen einfach, wenn wir eine Umfrage jetzt machen würden, wahrscheinlich zu 90% wahrscheinlich achselzuckend weitergehen würden. Weitere 5-6% vielleicht dann vielleicht ein bisschen was Näheres dazu sagen könnten und die restlichen paar Prozent vielleicht etwas noch weitergehende Informationen haben. Das ist erstmal viele Informationen. Wir reden darüber weiter und ein Wort möchte ich kurz erwähnen, dieses Verantwortung. Viele in der neuen Generation, die jüngeren Leute denken, ich war nicht da, ist nicht meine Verantwortung. Ja. Ja. Aber du warst da, ich war auch da. Und wir wissen jetzt, dass Erinnerungen sind geerbt und die Folgen von dem Nachwuchs, von was passiert ist, von dieser Tragödie und wie dieser Zusammenhang ist, direkt nach diesem Clip. Ach, ich war bei den ersten in Hamburg African Food Fest vergangene Wochenende, also jetzt, wenn das gesendet wurde, ist es in Juni gewesen. Oh mein Gott, das ist das Schöne daran, ist gerade in den Hafen in Hamburg, wo damals, wo Kaiser Wilhelm II. Seine Verbrechen angefangen hat, mit Sklaven hierher zu bringen, hier am Port. Und da, auf diesem Ort, hat sie, die Pam, ihr Food Festival gestartet. Jetzt sind ein paar Eindrücke von diesem schönen Erlebnis. Enjoy. Super Stimmung hier beim Africa Food Festival. Platz M Love hier in Hamburg Hafen. Ich habe die Veranstalterin endlich erwischt, nur beim Rumlaufen, dass alles hier gut und smooth läuft. Was sind Ihre ersten Eindrücke? Sind Sie zufrieden? Also jetzt, 4 Stunden nach dem Event Eröffnung, bin ich sehr zufrieden, weil ich sehe, dass sehr, sehr viele Menschen hier sind. Es ist eine Mischung aus Hamburgers, egal wo sie, was für einen Hintergrund sie haben. Es ist sehr gute Stimmung, Leute tanzen, Leute bleiben hier lange. Erzähl mir ein bisschen, wieso das dieses... Ja, Fate, dass es ausgerechnet hier stattfinden kann. Also ich habe mir sehr viele, ich habe Location online recherchiert und diese Location habe ich ganz kurz vor, ich wohne ja in Berlin und dann bin ich nach Hamburg gekommen, bin rumgefahren und ganz am Schluss habe ich die irgendwie gesehen, dachte mir, komm, gehst du einfach mal vorbei. Aber ich wusste nicht, was hinter der Geschichte dieses Ortes steckt. Und als ich dann hier mit den Leuten gesprochen habe und die auch begeistert waren von der Idee, das hier zu machen, haben sie mir ein bisschen erzählt, ja und, das ist das Afrika-Terminal und ich so, wie Afrika-Terminal? Und dann haben die so ein bisschen erzählt, was hier Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist. Hier sind die Truppen von König Kaiser Wilhelm, das sage ich jetzt aber nichts Falsches, um 1905 abgereist in Richtung Südwest-Namibia, also Südwestafrika, was heutige Namibia ist. Und dort war der Nama-Aufstand, der Herero-Aufstand, den man als ersten deutschen Genozid eigentlich bezeichnet. Und natürlich war ich sehr begeistert, dann an den Ort zu kommen. Das ist eigentlich die Einfahrt zum Kolonialismus gewesen. Also das ist der Ort, weil Hamburg war die Hafenstadt. Hier sind die Schiffe Richtung deutschen Kolonien gefahren, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also sie sind nach Afrika gefahren, sie sind auch nach Asien gefahren. Aber hier sind alle Waren einmal von Afrika angekommen und alle Waren, deutsche Waren, sind von hier nach Afrika gefahren. Also das ist eigentlich der kolonialste, in Anführungszeichen, Ort der deutschen Geschichte. Und wir sind jetzt... Ja, es ist eine von denen hier in Hamburg. Es ist wahr, da haben Sie recht. Und jetzt dürfen die Afrikaner selbst, nicht selbst als Ware, aber dessen Ware verkaufen und organisieren. Finde ich super. Also wir sozusagen occupieren jetzt diesen Ort, der eine sehr
negative Konnotation hatte und ändern das in unsere eigene Geschichte, erzählen unsere eigene Geschichte, machen hier unsere eigene Geschichte und machen einen Ort, wo alle willkommen sind, wo alle hinkommen, wo sie sich gut fühlen, wo Deutsche, Afrikaner, Europäer, ja, einfach eine gemeinsame schöne Zeit haben, sich kennenlernen, miteinander unterhalten, also sozusagen integrieren, kommunizieren, also tanzen, also und miteinander essen, also sozusagen eine Esskultur austauschen. Und die Deutschen ist, oder nicht, sagen wir mal so, die Berliner, die Hamburger, sozusagen afrikanische Kultur, Essenskultur hier genießen können. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber hier auf einem sehr hohen Niveau. Unterschiedliche Länder, die wir zeigen, also... Und haben Sie vor, das jedes Jahr zu machen? Also natürlich weiß man am Anfang nie, wie kommt so etwas an, wenn man in eine neue Stadt geht. Aber nachdem ich natürlich sehe, dass die Leute wirklich offen dafür sind, begeistert hierfür sind, also das wird ein jährliches Event, also wirklich. Wie finden Sie das Essen überhaupt hier in Deutschland, was die anbieten und für Sie, wie ist das? Also das hat wirklich verschiedene, das waren ganz verschiedene Punkte, die da mich dazu angetrieben haben, das zu machen. Einmal gibt es hier, viele Leute kennen nicht unbedingt afrikanisches Essen. Afrikanisches Essen ist sehr gut. Leute denken aber oft, afrikanisches Essen ist Reis, Soße, Chicken. Aber wenn man mal nach Afrika reist, dann sieht man, was es für eine Vielfalt des afrikanischen Essens gibt. Und mir war immer wichtig, mal zu zeigen, viele Leute denken, afrikanisches Essen ist scharf, afrikanisches Essen ist ölig. Und das ist falsch. Es sind natürlich Regionen auch ein bisschen. Man kann sagen, Westafrika ist scharf, Südafrika ist gar nicht scharf. Nordafrika schon ein bisschen, Ostafrika ist auch nicht scharf. Also einfach mal den Leuten zu zeigen, dass afrikanisches Essen so viel ist. Afrikanisches Essen ist vegan, es ist vegetarisch. Es ist Fleisch, es ist Seafood, es ist so reichhaltig, so divers bei so einem riesen Kontinent und das wissen die meisten Leute nicht. Und ich möchte ihnen einfach mal zeigen, so sozusagen mal so ein bisschen die Vorstellung von Afrika, auch vielleicht manche Leute denken, oh, es gibt ja gar kein Essen, Vielfalt Essen in Afrika, weil die Leute hungern ja alle. Also, ne, wenn man so sagt, ja, yeah, manche Leute können sich nicht verbringen, Afrika nicht mit gutem Essen. Und das ist etwas, was ich ändern möchte. Und Essen ist immer auch Leute sehen das. Und der Magen knurrt oder der Magen knurrt nicht. Die Augen genießen es und alles andere ist egal. Alle vielleicht Gedanken, die man hat bei einem Foto, das ist einem egal. Man geht einfach hin, weil, sieht ja gut aus. Oh, das will ich probieren. Und ich wollte viele Leute hier hinbringen, habe viel mit Bildern gearbeitet, also visuell gearbeitet, dass Leute ja einfach hier hinkommen und mal gucken, oh komm, das probieren wir mal aus. Ich durfte selbst Essen aus Jamaika, Essen aus Mauritius und aus Senegal und woanders war das? Kamerun. Ach, es war herrlich. Die Sonne hat geschienen, die Atmosphäre war schön, Musik. Wenn Sie nicht da waren, gucken Sie bitte nächstes Mal Afropop African Food Festival in Hamburg. Sei dabei. Okay, wir sind wieder hier mit Tom Glaser und meine letzte Frage ging es um Verantwortung für diese ganze Situation, was in Namibia Ovaherero und Nama-Leute erleben müssten. Also natürlich wollen die von der Regierung eine richtige Anerkennung, Entschuldigung und richtige Entschädigung. Aber was ist deine Meinung über die generellen Leute, die in Hamburg leben oder in Deutschland leben, den normalen Mensch? Sind die auch verantwortlich für diese Anerkennung und diese Arbeit zur Entschädigung und diese Schritte Richtung glaubwürdige Entschuldigung? Verantwortlich ist immer ganz grundsätzlich sehr differenziert zu betrachten. Die Verantwortung für das, was in der Vergangenheit passiert ist, zu übernehmen, kann ich nachvollziehen, dass sich da erstmal Widerstand regen würde, weil natürlich die heute lebende Generation sagen würde, wir das waren unsere Vorfahren, die dafür verantwortlich sind. Also für die konkreten Verbrechen. Was aber auf jeden Fall zweifelsohne und völlig unstrittig ist, ist, dass die Verantwortung der jetzt lebenden Generationen auf jeden Fall dafür gesehen werden kann und auch gesehen werden muss, erstens sich zu informieren, sich mit der Thematik intensiv auseinanderzusetzen, selbstkritisch zu hinterfragen. Und das ist möglich. Wir leben im Zeitalter der Informationen des Internets. Da kann ich mich mit solchen Themen tatsächlich wirklich auseinandersetzen. Und ich treffe auch immer wieder, auch im Alltag, auch ganz normale Leute, auch jenseits von Universität oder von irgendwelchen Forschungsstellen,
die sich trotz der Tatsache, dass sie damit nicht jetzt irgendwie involviert sind, mit der Thematik dann doch ein Stück weit auf jeden Fall mal eingearbeitet haben, damit ein Stück weit befasst haben. Also die Verantwortung an den konkreten Verbrechen sind natürlich jetzt weniger zu sehen, beziehungsweise gar nicht zu sehen. Was aber zu sehen ist, sich darüber erstens mal zu informieren, was passiert ist, mhm, und natürlich in der daraus folgenden Konsequenz natürlich auch über die eigene Verantwortung Gedanken zu machen und sich dann einfach auch etwas zu machen, was einfach alle von uns können, nämlich einfach sich mal in die Situation des Gegenübers hinein zu versetzen. Wie würde sich das Gegenüber denn, angenommen, wir fragen jetzt Person XY irgendwo mal auf der Mönckebergstraße, wie würdest du dich denn eigentlich fühlen, wenn deine Vorfahren in ein anderes Land verbracht wurden, gegen ihren Willen oder aber eben in, von Truppen, die in dieses Land hierher gekommen sind, erstmal drangsaliert, gefoltert und zum Schluss getötet worden wären? Wie würde sich denn die Person tatsächlich hier in Deutschland fühlen? Und, glaube, nicht diese nur das, Frage, und du hast recht, die Spuren denn dahinter zu lassen. Und dann, das wäre der nächste Schritt gewesen. Aber ich bin jetzt erstmal bei dem ersten Schritt, weil ich glaube, das schon mal auch erstmal wichtig ist, dass sich die Leute, die jetzt einfach an vielen Stellen sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, einfach sich da mal die Möglichkeit haben, in diese Situation erstmal hineinzudenken und sich überhaupt erstmal darüber, es soll ja auch ein Impuls sein, auch unser Gespräch jetzt, der auch für die Menschen auch dann einfach ein Stück weit auch so ein Aufwachsignal ist, so nach dem Motto, Leute, informiert euch, setzt euch auseinander mit dieser Thematik. Also sprich, es gibt schon sehr wohl eine Möglichkeit und auch, wie ich finde, eine ganz klare Verpflichtung, sich mit der eigenen Geschichte und der daraus resultierenden Verantwortung auseinanderzusetzen und sich damit zu befassen und dann entsprechend auch zu überlegen, wie kann ich mich einbringen. Ich sage allerdings auch hinzu, das Thema, weil du vorher sagtest, die bei der Regierung allein, wenn die dann entsprechenden Impuls gibt, ob das dann ausreicht, natürlich reicht es nicht. Gleichwohl, wir haben ja nicht mal noch nicht mal regierungsseitig diesen Impuls. Es gibt regierungsseitig noch jedenfalls nichts, was nennenswert ist, was da jetzt unternommen wurde oder in die Wege geleitet wurde. Ich sagte ja bereits schon, seitens der Bundesregierung haben wir eine einzige Vertreterin, das ist Heidemarie Wieczorek-Zoll, die 2004 sich dann auch bei ihrem Besuch in Namibia um Vergebung gebeten hat im Sinne des Vaterunsers. Ich sage auch, warum sie das so gemacht hat. Das ist ein ganz klarer juristischer Schachzug gewesen, der dem zugrunde lag. Wenn sie eine offizielle, normale Entschuldigung, eine gängige Entschuldigung ausgesprochen hätte, wäre aus dieser Entschuldigung, die ja dann auch gleichzeitig als Anerkennung der Schuld gewertet werden hätte können, daraus dann entsprechend ein Rechtsanspruch, also sprich eine Verbindlichkeit resultiert, sodass die Regierung dann faktisch dann eine Grundlage geschafft hätte, auf der man dann entsprechend eine Zahlungsforderung hätte abstellen können seitens der Overheerung Dama. Und genau deswegen wird eben mit solchen Tricks auch gearbeitet, um genau in diese Situation nicht hineinzukommen. Und die Tatsache, dass mit solchen Tricks, die ich einfach mal ganz schlicht als Taschenspielertricks einfach mal qualifiziere, die sorgen eben leider Gottes oder zeigen eben leider Gottes, wie wenig Bewusstsein einfach seitens der Bundesregierung seit eh und je, ganz gleich, ob das jetzt Gerd Schröder, ob das Angela Merkel, zuvor Helmut Kohl oder Helmut Schmidt, wie auch immer, keine Regierung auch nur ansatzweise ernsthaft interessiert war und ist bisher, wir reden auch vom Status quo, an diesem Thema auch nur ansatzweise was entsprechend wirklich Handfestes zu unternehmen, was auch wirklich der Rede wert ist. Und das Ganze muss bitte schon immer auf der Projektionsfläche gesehen werden. Das Ganze schwelt seit über einem Jahrhundert. Ja. Und wir diskutieren immer noch. Und die Bundesregierung ist immer wieder auf wieder. Also man kann natürlich jetzt erst den Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg sehen. Immer wieder gibt es eine andere Entschuldigung, eine andere Ausrede, beziehungsweise das Thema wurde jahrzehntelang ignoriert. Und sie jetzt hinzustellen und zu sagen, naja, jetzt können wir natürlich nach so vielen Jahren nicht mehr ernsthaft über Ausgleich reden, das ist zynisch und perfide und definitiv, da werden wir alles da unternehmen, dass das der Bundesregierung nicht so einfach durchgehen wird. Es gab in dieser Konferenz hier in Hamburg im vergangenen April hier 2018 einen Besuch in dem Rathaus. Sprecher von den Namibia-Leute und es gab eine Entschuldigung von der Kultursenat. Was hältst du davon? Du warst auch da. Ja,
Da waren wir, unter anderem auch ich, ja, neben vielen anderen, auch aus unserer Gruppe, aus unserer Arbeitsgruppe, die auch überhaupt, wie wir als Team, das auch nur zusammen geschafft haben, alles auch auf die Beine zu stellen. So übrigens auch den Senatsempfang, den haben wir auch im vergangenen Oktober mit der Kulturbehörde ins Gespräch gekommen. Und dort ist dann tatsächlich dann auch diese Idee entstanden, dass ein solcher Senatsempfang auch eingerichtet wird, zu Ehren der Oberheere und Nama, der zunächst mal einen angemessenen Rahmen schaffen sollte, um diese WürdenträgerInnen auch entsprechend angemessen empfangen zu können, um da auch entsprechend ein Signal zu setzen. Soweit so gut, das hat stattgefunden. Das war auch eine Geste, die tatsächlich auch auf offene Ohren auch gestoßen ist bei den VertreterInnen der Oberherero Nama, die sich auch tatsächlich gefreut haben über dieses Signal an sich erstmal. Im zweiten Step, völlig richtig, hat sich dann auch Kultursenator Proster dann auch in seiner Rede dann auch tatsächlich auch um Vergebung gebeten. Jetzt muss allerdings natürlich in diesem Kontext dann auch nochmal ganz klar darauf verwiesen werden. Hier spricht jetzt ein Repräsentant, der natürlich nur für Hamburg sprechen kann und für mehr nicht. Also Hamburg hat natürlich eine sehr zentrale Verantwortung und ist natürlich die Stadt, die in Mitteleuropa aus der Kolonialzeit sehr, sehr intensiv und sehr stark profitiert hat. Von daher gesehen ist es auch sicherlich sehr angemessen, dass von Hamburg eine solche Geste kommt. Zu glauben, dass es jetzt damit dann aber alles soweit in Ordnung sei und dass wir es jetzt dabei bewenden lassen können, ist natürlich grundfalsch. Denn dieser Schritt, diese Entschuldigung von Senator Proster, ist sicherlich ein richtiges, ein wichtiges und ein gutes Signal. Aber auch hier, ich sage es noch einmal, das Ganze muss betrachtet werden auf dieser Projektionsfläche, dass wir seit über einem Jahrhundert dieses Thema 0,0 vorangetrieben wurde, beziehungsweise ignoriert wurde, beziehungsweise von den Leuten bestenfalls auch sogar noch, wenn es überhaupt registriert wurde, dann immer in dem Kontext, ja, die schöne alte Kolonialzeit. Das ist halt immer eine Frage der Perspektive. Mhm. Einer, der davon profitiert hat, hier in Hamburg, irgendwelche Kaufleute, die da viel Geld und Gewinn gescheffelt haben, wie die Familie Wörmann zum Beispiel, die wird auf die Sache möglicherweise einen anderen Blick haben oder mit ziemlicher Sicherheit sogar das anders, etwas verklärter sich dann auch vorstellen. Oder vielleicht auch andere Nutznießer, die profitiert haben. Aber mich interessiert ehrlich gesagt relativ wenig die Seite deutscher weißer Kaufleute, die aus Habgier und aus Profitgier Verbrechen grausamster Art begangen haben. Sondern mich interessiert die schwarze Perspektive, die ich selber im Übrigen auch selber habe. Deswegen ist es auch nicht an meiner Sache, für weiße Perspektive zu sprechen. Ja, aber das ist das Schöne an solchen Konferenzen. Wir sprechen miteinander, genau. Gesicht zu Gesicht. Das war sehr friedlich, sehr informativ. Hm. Es gab mindestens drei bestimmten Orten, wo ihr entschieden habt, diese Konferenz zu veranstalten. Ja. Und nach diesem kurzen Video sprechen wir darüber. Gerne. Okay. Jetzt gibt es einen zweiten Clip aus diesem African Food Festival in Hamburg, Hafen City. Und ein paar Eindrücke, was Sie verpasst haben, wenn Sie nicht da waren. Oder was Sie nächstes Jahr, ich habe Pam gefragt, machen Sie das weiter? Weil das war so ein super Erfolg. Sehr lecker, alles gut. Was essen Sie denn gerade? Wir essen Kochbananen mit Avocado und Sweet Potato Fries. Ja, aus Jamaika. Genau. Und da stehen auch ganz viele an, sehr, sehr gut gewürzt. Well, this is a Senegalese food, jollof rice, so-called jollof rice in West Africa, but in Senegal we call it chebujen. Chebujen is like a fish and rice with tomato and a lot of vegetables. Okra, das ist nicht unbedingt mein Lieblingsgericht, aber das höre ich, ist sehr, sehr gesund. This we call it the chicken dobi. This is a famous typical food from Mauritius. Tell me about the different seasonings that you use to get your special Mauritius flavor. Normally, I have a special chicken dobi. We call it the dobi spices. This I have recommend from my mommy, from my mom. She have make it specially for me, and she have exported to Mauritius, to Germany, and I have just get it today, and I'm fully sure that I'm making my mom dish. Oh, der hat richtig Glück gehabt. Seine Mutter aus Mauritius schickt ihm seine bestimmten
Gewürze und er hat die heute bekommen, sodass er heute bei dem Festival das alles vorbereiten könnte. Lordi kocht! Wow, here we are! Das war Avocado, hast du gesagt. Was machst du da genau? Also wir machen eine Mischung aus der afrikanischen und europäischen Küche. Es ist Fusion Kitchen. Im Endeffekt haben wir hier die Avocado, Bissen mit Süß-Sauer-Soße und das Ganze mit Honig. Und dann haben wir die typische Kochbanane, die wir aus Afrika kennen. Und das Ganze mit Süßkartoffelchips und einer Knoblauch-Wasabi-Mayonnaise. Ja, wir auch im Studio haben Hunger bekommen. Ja, eine super African Food Festival. Wie die Veranstalterin das gedreht hat, dieser Ort am Hafen von ja, menschlicher Sklaverei ins ein Thema Lernen was über afrikanische Kultur, über die unterschiedlichen Länder. Ja, freut mich wieder hier zu sein mit Tom. Wir reden über Kolonialismus. Hm. Du, die Leute, die hier vielleicht gerade angeschaltet haben oder die von Anfang an zuhören, die fragen sich bestimmt, wieso ist dieses Thema überhaupt wichtig? Was ist das und wieso ist ausgerechnet dieses Thema wichtig? Tom. Also generell ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ganz wichtig und ganz grundsätzlich. Warum ist es wichtig? Weil ich die Zukunft nur dann gestalten kann, wenn ich meine eigene Vergangenheit kenne. Und ich muss die Vergangenheit erstmal aufgearbeitet haben, um in der Gegenwart dann entsprechend dann Pläne dann auch dann und auch vor allem Lehren, auch aus Fehlern, sowohl aus Fehlern als auch aus Dingen, die gut gelaufen sind, einfach ziehen zu können, um einfach einen Kompass zu haben für die Zukunft. Das ist also erstmal ganz allgemein und ganz grundsätzlich. Warum ist das Thema Kolonialismus wichtig? Insbesondere, und ich lege jetzt bewusst einen Fokus auf uns als schwarze Community, besonders wichtig und besonders auch gut und richtig darüber informiert zu sein und sich damit zu befassen, weil es unsere Vorfahren betroffen hat. Unsere Vorfahren sind diejenigen, die ausgebeutet wurden in der Vergangenheit einerseits, aber nach wie vor diese Ausbeutung ja bis in die Gegenwart hinein ja auch faktisch stattfindet. Wir sprechen ja von der postkolonialen Ära, nicht zu Unrecht, sondern vollkommen zu Recht, weil es einfach dartut und nochmal offenlegt, dass die kolonialen Strukturen nur oberflächlich verschwunden sind. Zwar sind die Länder, die früher in der Herrschaft, unter der Kolonialherrschaft Deutschlands, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und vielen anderen Kolonialstaaten so formal eigenständig. Letztlich beobachten wir aber, dass dieses Thema natürlich nach wie vor unverändert eine Rolle spielt. Das macht sich zum Beispiel sehr maßgeblich daran deutlich, dass die ehemaligen Kolonialstaaten an ihre ehemaligen Kolonialherren, Stichwort zum Beispiel Frankreich, noch jede Menge Geld auch zahlen muss. Mhm. Was ja übrigens auch Präsident Jacques Chirac auch mal in dem Interview auch begründet hat und auch dahingehend erläutert hat, wenn Frankreich die Gelder von seinen Kolonien nicht mehr hätte, wäre Frankreich pleite. Und wenn das ein ehemaliger Staatspräsident eines Landes, sagt er selber, Kolonialherr war, oder kolonialisiert hat, dann ist das ja schon ziemlich bemerkenswert. Ja, warum ist es so wichtig, über dieses Thema der Gegenwart zu sprechen? Ganz einfach deswegen, wir können den Rassismus, den wir in der Gegenwart haben, tatsächlich nur dann begreifen, wenn wir uns mit dessen Geschichte auseinandersetzen. Dessen Geschichte führt nun mal zwangsläufig und unweigerlich in die Kolonialzeit hin, in der übrigens neben Wirtschaft und Politik auch die Kirchen ganz maßgeblich eine ganz zentrale Rolle spielen, die mit ihrer Missionarsarbeit weltweit, aber eben auch sehr, sehr stark und konzentriert auf dem afrikanischen Kontinent, ja, für schwerste Verbrechen verantwortlich sind. Und deswegen, ja, es ist so wichtig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, weil wir eben genau mit der Analyse, warum haben wir heute die und die Probleme? Warum haben wir zum Beispiel auch Kolonialismus, der allgegenwärtig ist, in Form des Sprachgebrauchs? Wir haben Begrifflichkeiten, das sogenannte N-Wort, das sogenannte M-Wort, womit schwarze Menschen kolonial, rassistisch eben auch nach wie vor noch bezeichnet werden, wo es auch noch heutzutage oder mittlerweile im Jahr 2018 zwar etwas mehr Sensibilität gibt, als das vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war.
Unverändertessen haben wir immer noch Diskussionen darüber, ob zum Beispiel eine Apotheke, die nach M benannt worden sind, eben stattfinden oder es geben darf oder nicht. Wir haben tatsächlich noch Diskussionen, ob Straßen, die mit diesem Namen behaftet sind, existieren oder nicht. Also ist es deswegen so wichtig, um sich mit der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen, um zu begreifen, welche Präsenz es in der Gegenwart hat und um auch die Gegenwart zu verstehen. Die können wir nur dann verstehen, wenn wir uns in der Vergangenheit uns intensiv auseinandergesetzt haben. Und da ist die Kolonialzeit eben ein ganz wichtiges Thema, das, wie bereits vorher auch schon gesagt, leider Gottes weitestgehend noch Brachland ist und noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten ist. Und die Leute, die diese Geschichte versteht oder mindestens die verstehen, wie wichtig es ist, das ist zu bearbeiten, haben sich zusammengefunden in dieser Konferenz im vergangenen April. Und die organisatorischen Leute haben sich mindestens drei bestimmte Orte ausgesucht, wo Diskussions gab oder nicht Debatte, so eher Informationssituation. Und es gab auch eine Demonstration, um die Leute zu bewusst zu machen. Und das fing, also du kannst bitte erklären über die Orte, wieso ihr die ausgerechnet gewählt haben. Historisch natürlich ganz klar eng verknüpft. Die Tagung, die übrigens auch unter der Trägerschaft der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland auch stattgefunden hat. Auch oder unter maßgeblicher Trägerschaft der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Hier sicherlich ganz, wir haben uns im Vorfeld sehr intensiv Gedanken gemacht. Wir haben auch mehrere Örtlichkeiten tatsächlich dann auch uns ausgesucht, die auch genauso diesen Bezug auch hatten. Hatten aber dann auch gerade auch im Hinblick auf die Befindlichkeiten, die berechtigten und sehr verständlichen Befindlichkeiten der VertreterInnen der Oberherero und Nama und nach intensiver Abstimmung mit ihnen dann auch so und so viele potenzielle Tagungsräume einfach streichen müssen. Ich möchte jetzt gar nicht darauf weiter eingehen, welche das sind. Und zum einen haben wir am Freitag unsere Panels stattfinden lassen in der Stubnitz am Barkehafen. Hintergrund ganz einfach, kurz und knapp erklärt. Nämlich am Barkehafen hat die tatsächlich, das ist der Ort, an dem Menschen auch der Menschenhandel ganz aktiv stattgefunden hat. Ja. Schwarze Menschen, die vom Kontinent auch geholt wurden, die dort eben, es war sozusagen der Umschlagplatz, um dann Sklaven herzuhalten. Tag 2 war dann die Uni Hamburg. Uni Hamburg warum? Es war das ehemalige Kolonialinstitut, das ebenfalls sehr eng verknüpft auch mit dieser Geschichte ist. Und das war dann der Grund, weshalb wir gesagt haben, auch nach interner Rücksprache übereingekommen sind, ja, das ist ein richtiger und guter Platz, es dort stattfinden zu lassen. Und der dritte Tag, der ist keine Konferenz, aber wie du gerade völlig richtig sagtest, Demo-Tag war, wo wir auch nochmal die Botschaft nach außen gepostet haben und nochmal ganz klar deutlich gemacht haben, wir sind hier, wir akzeptieren es nicht, dass so die Geschichte behandelt wird, wie wir es bisher damit umgegangen sind, sondern ein Ausrufezeichen, gerade aus schwarzer Perspektive, ganz, ganz klares Explanation Mark, wo wir gesagt haben, hier sind wir sind laut, wir machen uns deutlich, wir legen den Finger in die Wunde. Und gestartet ist diese Demo bei St. Michaelis. Mhm. Genau, kurz. Und wieso da? Genau deswegen, weil dort eben Plaketten angebracht sind, die der gefallenen Soldaten, die Kolonialverbrechen begangen haben, während hingegen der Opfer eben nicht gedacht wird. Zwar hat es mal interimistisch tatsächlich eine Beschilderung gegeben, die allerdings sind dann eben leider Gottes eben mittlerweile wieder entfernt worden. Und dann haben wir auch dann Stationen gemacht, wie zum Beispiel eben an der Industrie- und Handelskammer, am sogenannten Afrika-Kontor, sind dann eben auch durch die Hafencity gezogen, wo überall eben Spuren aus der Kolonialzeit sind, um nochmal wirklich ganz klar deutlich zu machen, an diesen und diesen und diesen Stationen, die sind eben tatsächlich Relikte aus dieser kolonialen Zeit, in der einfach viele, viele Verbrechen begangen worden sind an unseren Vorfahren. An deinen Absolut. Und an meinen Vorfahren. Ja, danke für diese Erklärung. An einem von den Tagen, ich weiß nicht mehr, ob das ein Freitag oder Samstag war, die haben diese Kaserne gesucht und gegenüber gab es diese, so heißt Tansania Park, wo zwei Skulpturen da sind. Willst du ein bisschen darüber kurz erzählen?
bevor wir wieder in eine kurze Break gehen. Hm. Der Askari-Park in Jenfeld ist tatsächlich auch der Ort gewesen, an dem am Tag noch bevor die Konferenz auch eröffnet wurde, an dem Donnerstag auch besucht worden ist. Ich selber konnte leider nicht dabei sein, deswegen werde ich mich auch an der Stelle jetzt ein Stück weit auch zurückhalten über Stimmung. Und das ist ja das, was auch spannend war. Ich habe es aber aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, weil ich noch anderweitig mich für den Freitag vorbereiten musste. Bemerkenswert und wichtig ist an dieser Stelle eben schon nochmal zu sagen, dass genau der Jenfeldpark, um das vielleicht auch nochmal einzuordnen, in dem, auf dem auch dieses Trotha-Haus steht, das ich vorher auch zitiert hatte. Mhm. Und das ist genau diese Ecke, der auch von den BesucherInnen der Delegation der Oba-Herero-Nama auch an dem besagten Donnerstag eben auch besichtigt wurde. Wobei es da im Vorfeld auch mit Sicherheit auch bei uns die Frage dann auch nochmal sehr intensiv auch diskutiert wurde, können wir das jetzt den Leuten zumuten, wenn sie jetzt gerade aus dem Flugzeug gestiegen sind, dass sie als allererstes mit so einem Ort konfrontiert werden, sind aber letztlich zu dem Ergebnis gekommen, nachdem wir mit ihnen auch dann nochmal intensiv Rücksprache gehalten haben und auch von denen den Wunsch erhalten haben, ja, wir wollen dahin. Vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung, damit das nicht ganz unter den Tisch fällt. An diesem besagten Donnerstagnachmittag, um so ein bisschen das Programm auch noch aufzuarbeiten, haben wir auch noch mal volles Programm gehabt. Wir waren zunächst im UKE, wo auch ein sehr bewegender Moment stattgefunden hat. Darüber sprechen wir gleich, Tom. Okay. Das ist so viel zu erzählen. Wir haben noch mal einen schönen Blog, wo wir die restliche Information klären können und auch mögliche Ideen, für wie wir uns für die Zukunft uns besser vorbereiten können. Ja, ganz genau. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen Musik von ein Grand Dame hier in Hamburg. Die Angelina Okpove performt jetzt Palango für euch. Palongo, papelo, palongo, papelo, palongo, papelo.
Angelina, thank you so much. Merci beaucoup, ma soeur. Unsere letzten paar Minuten, Tom. Reden wir noch über die Ovo Herrero und Nama aus Namibia, die zur Konferenz gekommen sind. Und diese eine leider schreckliche Tatsache ist, dass die deutsche Regierung hat so heißt Trophäen zurück nach Hamburg und unterschiedliche Orten in Deutschland gebracht. Und das ist schlimm genug, wenn es, so sagen wir mal, so Sachen aus den Ort, aber das ging um menschliche Reste. Ja, ist ein weiteres Indiz dafür, dass einfach, und sowas kann eben auch tatsächlich nur dann passieren, wenn eben Geschichte einfach brachliegt und ignoriert wird. Wir haben am Donnerstagnachmittag tatsächlich auf Einladung des UKE, des Uniklinikums Eppendorf, einen Besuch abgestattet, und zwar aus einem ganz einfachen Grunde, weil dort tatsächlich genau solche sogenannten Human Remains, zu Deutsch menschliche Überreste, eben tatsächlich sich noch befinden, nämlich im ganz konkreten Fall ein Schädel eines Vorfahren der Ovo Herrero und Nama. Und das ist insofern, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, das nochmal in Erinnerung zu rufen und auch die Bedeutung nochmal in Erinnerung zu rufen, weil es tatsächlich die menschlichen Überreste tatsächlich eben eine sehr, sehr große Bedeutung auch haben. Vor allem die Tatsache, dass diese Überreste auch tatsächlich zur Ruhe kommen. Und ja, zwar zur Ruhe kommen in der eigenen Heimat. Ja. Und Hintergrund des Ganzen, weshalb wird sich jetzt vielleicht auch die eine oder andere Person fragen, die jetzt diese Sendung sieht, warum kommt es, dass solche Human Remains hier überhaupt in Deutschland sind? Ganz einfach deswegen ein Beispiel, weil sie als Überreste oder als Trophäen hierher nach Deutschland gebracht wurden, die einfach ja, einmal mehr eben auch zeigen, wie, ja, mit welcher Einstellung tatsächlich auch vorgegangen wurde. Jetzt die Tatsache, dass es damals in der Zeit, wo Kolonialverbrechen auch begangen wurden, da ist es schlimm genug, dass es passiert ist. Die Tatsache aber, dass es bis in die Gegenwart hinein noch so ist, muss ja tatsächlich auch wirklich eigentlich alle, die auch nur ansatzweise auch sich einfach nur menschliches Empfinden haben, auch hier aufschrecken. Denn auch hier stellt sich die Frage, wie würde sich eine Person hier fühlen, wenn wir plötzlich sagen, du pass mal auf, ich habe hier noch Schädel oder sonstige menschliche Überreste. Das müssten von deinem Großvater, von deiner Urgroßmutter oder von welcher Person auch immer sein, die deine Vorfahren waren. Warum sage ich das so drastisch? Deswegen, weil ich hoffe, dass auch Leute, die außerhalb der schwarzen Community sind, diese Sendung sehen und hoffentlich sich darüber vielleicht mal Gedanken machen. Und auch
darüber sich Gedanken machen, wie sie ihre VolksvertreterInnen auch mit kritischen Fragen auch löchern. Weil ich denke, das ist eine Sache, die kann nur dann erfolgreich sein, wenn von unten heraus, aus der Bevölkerung heraus, wirklich Leute kommen und zu ihren Abgeordneten gehen, zu ihren anderen politischen Stellen und fragen, wie kann es sein, dass solche Themen bei uns bislang eigentlich unter den Teppich gekehrt wurden, was de facto ja auch der Fall war. Wenn jemand jetzt diese Sendung anschaut, nenne nur zwei Organisationen, wo man sich erkundigen kann. Es gibt zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin oder ich weiß nicht, wo kann man sich erkundigen, um ja, ein bisschen zu helfen, ob die volontärmäßig oder sich informieren lassen. Was kann man googeln? Ich nenne vier Stellen jetzt einfach, zwei aus Hamburg. Aus Hamburg ist es zum einen erstmal der Hamburg Postkolonial. Es gibt ein Institut jetzt an der Rosenbaum-Chaussee. Es gibt eine Gruppe. Ja, gut, das ist die Forschungsstelle. Das ist aber was anderes. Das ist von Professor Jürgen Zimmerer. Die hatten wir übrigens am besagten Donnerstag nach dem UKE auch noch besucht. Ja, genau. Und aber ich sag mal, die erste Stelle würde ich tatsächlich sagen, ist erstmal die zivilgesellschaftlichen Gruppen. Deren Arbeit schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, viel länger auch übrigens als die Forschungsstelle von Professor Zimmerer, die zweifelsohne eine wichtige Arbeit und auch ein richtiger Schritt ist und auch gut, dass es sie gibt. Ja. Aber es hat auch schon Jahre davor eben zivilgesellschaftliche Arbeit gegeben, die leider Gottes durch die staatlichen Institutionen auch ignoriert wurde, schlicht und einfach. Und erst jetzt langsam aber sicher begriffen wird die Bedeutung dieser zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und da ist Hamburg Postkolonial ein ganz, ganz wichtiger Faktor. So, man kann einfach Hamburg Postkolonial googeln und findet mal einen Kontakt und die drei anderen? Richtig. Dann gibt es natürlich auch die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die ich jetzt natürlich hier ganz besonders promote, weil ich selber hier auch Aktivist auch bin und auch deswegen auch am besten beurteilen kann, welche gute und nachhaltige Arbeit eben auch und wie intensiv dieses Thema ISD gibt es mindestens 50 Jahre oder mehr? Die ISD gibt es jetzt zwar erst seit 30 Jahren, aber wir als ISD begreifen tatsächlich Kolonialismus übrigens nicht als, betrachten dieses Thema aus ISD-Perspektive eben nicht historisch, wie es landläufig gemacht wird, sondern für uns ist es ein politisches Projekt. Right. Gerade weil es einfach diesen unmittelbaren Bezug bis hinein in die Gegenwart gibt. Mhm. Das ist also ein ganz klares politisches und kein historisches Projekt. Ganz wichtig. Ja, genau. Ganz wichtiger anderer Punkt, weil du jetzt noch nach mehreren Stellen gefragt hast, gibt es auch in Berlin eine Gruppe, die heißt Berlin Postcolonial. Dann gibt es in Berlin darüber hinaus EOTO, Each One Teach One, wo man auch ebenfalls richtig wichtige Informationen und auch umfassend informiert wird, so wo es all um Gegenwartsthemen gibt. Auf jeden Fall informieren und um auf diese fahrende Zug einzusteigen, um diese Themen zu bearbeiten, von beiden Seiten, von der afrikanischen Herkunft und mit besonders im Gespräch mit deutschen Leuten. Das Thema Völkermord verjährt nicht, wollte ich noch ganz kurz sagen. Oh, okay, das sind fünf, super. Es gibt mehrere Stellen, einfach googeln. Auf jeden Fall. Dann wird man auch Informationen bekommen. Last but not least, the most important thing in my opinion is, was können wir tun, um so eine Zukunft, eine bessere, informierte, friedliche Zukunft zu schaffen? Das musste eigentlich verbreitet sein, diese Information. Das heißt, vielleicht fangen das dann in den Schulbüchern ein oder... Wie können wir das im Unterricht bringen? Ja, das ist ein ganz zentrales und wichtiges Stichwort, das du da gerade nennst. Das ist auch mein persönliches Credo, aber auch von den ganzen MitstreiterInnen, auch sei es unser AK Quo Vadis, der diese Tagung aus dem Boden gestampft hat und gestemmt hat, mit vielen anderen HelferInnen übrigens. Anders wäre diese Tagung gar nicht möglich gewesen. Das ist nur durch starke Gruppenarbeit möglich gewesen. Für uns alle ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das Thema in die Schulbücher reinkommt. Das muss in die Schulen rein. Aber es reicht natürlich nicht damit aus. Es muss auch wirklich an verschiedenen, in der Erwachsenenbildung muss es eine Rolle spielen. Es reicht nicht aus, wenn jetzt erst die nächste Generation in 10, 20 Jahren damit anfängt. Es muss jetzt begonnen werden. Zum Beispiel in der Volkshochschule kann man damit anfangen. Volkshochschulen ist ein wunderbares Thema. An die Universität, an die Abenduni, auch für SeniorInnen ist das genauso ein Thema. Ich erwarte von Leuten, nicht nur von Schülern, die jetzt 7, 8, 9, 10, 11 oder
15, 16, 17 Jahre alt ist. Ich erwarte es genauso von 80- und 90-Jährigen, dass sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Da hast du und sich genau recht. Stellen. Genau, weil es geht nicht nur um die Tatsache, es ist diese Verbreitung von diesem Postkolonialismus. Ja. Genau, die Straßennamen, die Denkmäler, die Gedanken von Leuten. Mhm. Und wenn man diese Geschichte, die Sprache natürlich, und wenn man diese Geschichte weiß, dann wie würdet ihr mit eurem Leben weiter umgehen? Also learn your history, lerne eure Geschichte. Und ich kann nur Tom Glaser herzlich bedanken für diese ausreichende Information. Und wir müssen und werden eine Serie daraus machen, weil es gibt nur der Tipp von der Gipfel, was wir gesprochen haben heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you so much for being here today. Peace, blessings.